Der Winter klopft an die Tür und die Temperaturen sinken gegen Null. Luisa, Paul und ihr Sohn Franz wollen im Winter richtig heizen und gleichzeitig Heizkosten sparen. Bei Fissmann erfahren sie, wie sie Fehler beim Heizen im Winter vermeiden können. Paul mag es warm. Doch was bedeuten die Zahlen auf dem Thermostat überhaupt? In der Regel gibt es 5 Heizstufen. Sie stehen jeweils für eine bestimmte Temperatur. 1 steht für 12 Grad Celsius, 2 für 16 Grad, 3 für 20, 4 für 24 und 5 für 28 Grad. Die Schneeflocke steht für die Frostschutzstellung bei etwa 5 Grad Celsius. Eine Alternative sind intelligente oder programmierbare Thermostate. Smarte Thermostate lassen sich von unterwegs aus bedienen. Luisa und Paul können so ihre Heizung ganz bequem hochdrehen, noch bevor sie nach Hause kommen. Das Lüften darf auch im Winter nicht zu kurz kommen. Vermeiden Sie es, die Fenster zu kippen. So kommt kaum Luft herein. Besser ist das sogenannte Stoßlüften. Dabei öffnen Sie die Fenster komplett und drehen die Heizung herunter. 3-mal am Tag für 5 Minuten reicht aus. Gerade im Winter sollte man die Heizung nicht komplett ausschalten. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Die Räume kühlen zu sehr aus. Es braucht viel Energie und Zeit, um diese wieder aufzuheizen. An kalten Wänden kann sich außerdem Luftfeuchtigkeit niederschlagen. Dadurch erhöht sich die Gefahr für Schimmel. Schalten Sie die Heizung komplett ab, kann sich bei Dauerfrost ein Pfropf aus Eis bilden. Das führt zu Frostschäden im Rohr. Im schlimmsten Fall droht ein Rohrbruch. Beachten Luisa und Paul alle Tipps, kommen Sie gut durch die kalte Jahreszeit. Gleichzeitig sparen Sie Heizkosten, ohne zu frieren. Mehr Tipps und Tricks, um ideal durch die Heizsaison zu kommen.